lieber Krebs, herzlich willkommen bei Imbalz Tarot. Gerne möchte ich heute eine Ich- und Du-Legung mit dir machen. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung für 2021 und den Link zur Übersicht aller Karten, die ich hier einsetze. Außerdem findest du unten auch meine Social Media Accounts auf Facebook und Instagram aufgeführt, ja? In Bezug auf die Legung nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Okay? Also, schauen wir mal. Wie sieht es mit der weiblichen Seite in eurer Verbindung aus, bitte? Drei der Kelche. Eigentlich brauchst du diese Legung nicht. Eigentlich weißt du bereits, was hier als nächstes passieren wird. Du weißt, dass ihr zusammengehört. Du weißt, dass hier ein positives Zusammenkommen zwischen euch beiden stattfinden wird. Du weißt, dass ihr einen gemeinsamen Weg gehen werdet. Falls du vor deinem geistigen Auge Krebs, also ich sage jetzt Krebs, weil ich vor allem weibliche Zuschauerin habe, liebe weibliche Seite, falls du in letzter Zeit vor deinem geistigen Auge so Szenen davon hast, wie du mit deinen Freunden, mit deiner Familie und deinem Gegenüber Zeit verbringt, dann ist das, weil dein Unterbewusstsein bereits weiß, was dein Gegenüber entscheiden wird und du dich bereits auf diese Situation vorbereitest, wo ihr alle zusammen seid. Ja, du hast so Visionen davon, wie diese Gemeinschaft sein wird. Du, dein Gegenüber, deine Freunde, deine Familie, ja. Es können so Szenen sein vom Grillieren, Barbecue, so familiäre Umstände sehe ich. Familiäre Veranstaltungen, die du vor deinem geistigen Auge siehst. Mäßigkeit, ja. Ich bin cool. Ich brauche keine Legung, sagt die weibliche Seite. Ich weiß es bereits. Mäßigkeit. Ja, du bist cool, weil du bereits weißt, ja, wohin es geht. Siehst du hier dein siebtes Chakra? Der ist offen. Hier wurde eine Entscheidung getroffen und du weißt bereits, was diese Entscheidung ist. Ja, ich brauche keine Legung. Ja, ich muss einfach nur abwarten. Abwarten. Jetzt nichts sagen, nichts geben, nichts tun, nichts machen. Einfach nur abwarten und darauf warten, dass ich grünes Licht bekomme von der Gegenseite. Ja, du hast hier schon länger auf eine Information gewartet von deinem Gegenüber, hast dich diesbezüglich zurückgehalten. Ja, Zurückhaltung hier. Im Innern weißt du bereits, wohin es führen wird mit euch beiden, ja, und gleichzeitig sehe ich dich ziemlich gute Zeit verbringen mit Freunden, mit Familie etc. etc. Ja, die Lockerungen, die tun dir gut momentan. Ja, in Bezug auf dein Gegenüber sehr zurückhaltend, aber du weißt, was hier kommen wird, ja, du weißt, was hier kommen wird. Du lässt dich hier gar nicht verrückt machen. Was mit der männlichen Seite, bitte? König der Münzen. Wieso riecht's hier bei mir noch? Moment. Was ist das? Nee, ist nichts angeschaltet. Ah, da gibt es was, das ich endlich putzen muss. Nee, ist nicht eklig. Aber ich habe da was vergessen in einem Topf. Also, König der Münzen.
das, was du da vorausspürst, Krebs, ja, das wird deinem Gegenüber erst jetzt unerwartet bewusst. Also in jenem Moment, wo du das hier spürst, dieses Ich weiß, was da kommen wird, deswegen bin ich cool und deswegen tue ich jetzt nichts, ja, in jenem Moment, ja, weiß dein Gegenüber noch nichts davon, was er entscheiden wird. Der ist hier mit Job, Verpflichtungen, Karriere, Heim und alles beschäftigt, ja, hat das Gefühl, dass er so seine Prios hat. Ja. Ich habe zu tun, sagt dieser König der Münzen von dir abgewendet. Ich muss mich um meine Münze kümmern. Und das ist halt, oder das ist diese hellseherische Fähigkeit von Krebs. Du weißt ganz genau, was auf diesen König der Münzen hier zukommt. Dein Gegenüber dachte, das ist abgeschlossen. Ich habe meine Prios und alles, ja. Und ich muss mich jetzt um mein Ding kümmern, aber siehe da, im Herzen ist da ein Schmerz. Ja? Weil was hier passiert ist, ist zwei der Schwerter vorhin. Zwei der Schwerter war die Entscheidung für seine Verpflichtungen, sein Heim, seine Karriere, seine Stabilität, seine langfristigen Verantwortlichkeiten etc. etc. Und anstatt dass bei dir dann drei der Schwerter passiert, ja, dieses Buhu, er hat sich gegen mich entschieden, hast du das hier. Ja, drei der Kelche. Du bist in Feierlaune, weil du weißt ganz genau, drei der Schwerter ist bei ihm gelandet. Dein Gegenüber hat Herzschmerz aus seinen eigenen Entscheidungen heraus. Dein Gegenüber hat eine Entscheidung gefällt und diese Entscheidung tut jetzt ihm weh, nicht dir. Es hätte schlecht für dich ausgesehen, wenn hier König der Münzen und Mäßigkeit ja hier gelegen hätte. Aber es ist nicht der Fall. Dieser Mensch fühlt sich nicht wohl mit seiner bis vorherigen Entscheidung da. Die Hohepriesterin. Und entscheidet jetzt neu. Zweite große Arkana hier. Wir haben hier die Hohepriesterin, die gleichzeitig auch darauf hinweist, dass du hier bereits vorausspürst, was hier passieren wird. Ja, das ist die Hellseherin. Dieser Mensch hat vorhin mit zwei der Schwerter eine Vernunftsentscheidung gemacht. Nichts mit Intuition, innerer Stimme oder ähnliches. Der hat einfach überlegt, okay, ich habe so und so viel Zeit zur Hand, so, so, so sieht es aus, das kann ich, das nicht. Ich muss mich jetzt um mein Ding kümmern. Und dann passiert drei der Schwerter. Aber wenn man alle Elemente beachten würde, ja, das ist eine große Arkane, wenn man Leidenschaft, Herz, Ressourcen und Vernunft alle vier kombinieren würde, ja, dann käme man hier auf die Idee, dass eigentlich das hier der richtige Weg gewesen wäre für euch beide, ja, dass ihr beide was zu feiern habt, positiv vorwärts geht. Und das ist das, was dein Gegenüber hier nochmals macht. Weil die alte Entscheidung wird jetzt von diesem König der Münzen hier hinterfragt. Ja, uiuiui, sagt dieser Mensch, ich habe hier eine Vernunftsentscheidung getroffen, die jetzt aber in mein Herz gerammt wird. Ui, mein Herz tut weh. Oh, Gefühle. Ah, Krebs. Ja, so, das sind so die Gedankengänge deines Gegenübers. Ich muss hier das Ganze nochmals neu entscheiden, sagt dein Gegenüber. Okay? Schauen wir mal. Ich werde hier, schau, neu überdenken. So war es vorhin und jetzt schaut es dieser Mensch umgekehrt an. Oh, ich muss das mal von einer anderen Sichtweise anschauen, ja? Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was eure gemeinsamen Energien sind. Dann werde ich hier schauen, was hier als nächstes zwischen euch beiden passieren wird. Du hältst dich indessen komplett zurück. Ja, ist die Herrscherin hier auf der Kraftkarte und auf die Hohepriesterin folgt die Herrscherin. Es wird das geschehen, was du willst. Ja, diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox oder im obersten Kommentar.
Und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye bye.